Hallo und herzlich willkommen bei den Blockchain Brothers. Ja, ich bin der Martin, heute in Rot gekleidet mit einem schwarzen Stecktuch und zwei Granaten habe ich mit an Bord. Denn aktuell gibt es ja wirklich rauf, runter, rauf und tiefrote Zahlen und andere wandern sogar in das schwarze Buch. Manche Kryptowährungen kann man hier gegenrechnen. Und heute geht es um das Thema, wie ihr schon seht, links oben im Bild, gleich neben mir, Blockbit Florian Wimmer, wieder absolut an der Top-Firma dabei, CEO von Blockbit, und der gibt wieder richtig Gas. Da haben wir einige Informationen, denn die haben wieder richtig Gas gegeben in zwei weiteren Ländern. Und die nächste habe ich mit ins Boot geholt von der Firma WTGL. Hoffentlich spreche ich das jetzt richtig aus, die Steuerberatung. Die Frau Magister Spindler ist heute zugeschaltet. Es ist immer nicht einfach, wenn man die alten Steuerberater kennt. Die sind alteingesessen, die wissen oft gar nicht, was am Kryptomarkt abgeht. Und eine haben wir gefunden, die sitzt in Herzen von Linz in Oberösterreich und die hat sich auf das Thema spezialisiert. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle beide da seid. Danke für die Einladung. Sehr gut. Lieber Flo, wir fangen mit dir wieder an. Es gibt ja ganz viel Neues und heute geht es ja um das Thema wieder Steuern. Das ist ja, glaube ich, auch dein Lieblingsthema. Ihr habt ja einiges vorbereitet. Die Expansion in zwei Länder ist, glaube ich, vollschritten. Natürlich ganz, ganz schwierig, auch für Blockbit. Nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern ihr wollt eigentlich Europa groß werden. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Steuersätze. Was können denn wir unseren Kryptoanlegern mit ans Herz geben? Warum sollten sie Blockbit auch unbedingt verwenden? Und wir kommen dann auch zu dem Thema, warum ist auch ein Steuerberater an seiner rechten Seite für Privatkunden ganz, ganz wichtig? Flo, ich gebe das Wort einmal an dich. Ja, warum sollte man Blockbit verwenden? Also generell ist ja einfach eine Aufzeichnung, eine Dokumentation von allem, was man auf dem Kryptomarkt macht, nie verkehrt. Ja, man erinnert sich vielleicht nicht mehr daran später. Es gibt ja Börsen, die es vor ein paar Jahren gegeben hat und jetzt nicht mehr gibt. Also einfach hier eine konstante Aufzeichnung aller Transaktionen, die man vorgenommen hat, immer bei der Seite zu haben, ist eine tolle Sache. Das ist das, was wir mit Blockbit grundsätzlich machen. Und dann natürlich kommt das ganze Thema der Steuerberechnung, das, wie du schon gesagt hast, in jedem Land natürlich unterschiedlich ist. Und wir haben uns darauf spezialisiert, auch wirklich auf einem Big Four geprüften Steuerframework hier diese Steuerberechnung, so gut es geht, automatisiert vorzunehmen. Natürlich geht das nur bis zu einem bestimmten Grad auch wirklich automatisch. Es gibt ja viele Sonderfälle, die man machen kann, wo man dann auch selbst ein bisschen hantieren muss und zum Beispiel Abgänge als eventuelle Bezahlungsvorgänge deklarieren muss. Sowas können wir nicht automatisch erfassen. Aber so gut es geht, machen wir das durch Algorithmen, die basierend auf dem aktuellen Steuerrecht das einfach für dich ausweisen. Im Endeffekt kommen die Steuerkennzahlen raus, das ist eine Einzeltransaktionsaufstellung, also alles, was das Finanzamt benötigt, was du benötigst für die Einkommensteuererklärung, um das ganz sorgenfrei dann quasi auch deklarieren zu können. Ja, also danke mal für diese Ausführung. Wir wissen ja auch selbst nicht, das Programm, wie du auch richtig selber zugibst, kann alles machen. Man braucht oft den Mensch dahinter und oft auch eine Ansprechperson. Und da ist es immer gut, einen Steuerberater an seiner Seite zu haben. Natürlich jemanden, der sich auskennt in dem Bereich, denn es hilft mir nichts, der ewig nur GmbHs betreut und im Kryptomarkt eigentlich gar nicht weiß, was abgeht. Und da begrüßen wir heute Frau Magister Spindler. Wir haben ja auch schon persönlich Kontakt gehabt, Frau Magister. Es gibt ja wirklich einiges zu tun. Und Sie haben sich in dem Thema Kryptomarkt etwas verbissen. Zwei, drei Kollegen kenne ich, die mit Ihnen gekämpft gegen das Finanzamt erfolgreich haben. Ist das so richtig? Ja, wir sind grundsätzlich eher noch dabei beim Kämpfen, aber wir haben Struktur in die ganze Sache hineingebracht. Wichtig ist einfach, dass man weiß, wo bin ich denn zu Hause, mit welchem Kryptocoin und mit welcher Art des Tradens oder des Handelns oder was auch immer, dass man das richtig einkategorisiert. Und dazu braucht es oft ein wenig den Spezialisten, der einen hier sozusagen an der Hand nimmt und das noch macht. Neben den automatischen Auswertungen von Blockbit, die sehr, sehr hilfreich sind, die akzeptiert sind bei der Finanz, die einfach auch den Instanzenzug standhalten, sage ich einmal, wenn man weitergeht. Steuerlich ist das Thema auch für die Finanz sehr, sehr neu. Auch die sind immer sind nach wie vor Lernende. Das heißt, man muss auch dort Nachhilfe geben. Und ich sage immer mit meinen Klienten, meinen Kunden, wir sind ein Team, der aktiv in dem Geschehen mit den Kryptocoins drinnen steckt. Und ich als der Experte, der sagt, in dem Rahmen bewegen wir uns.
Nur damit ist man gemeinsam stark und kann auch gemeinsam durchkämpfen, wenn es wirklich was zum Durchkämpfen gibt, falls das überhaupt nur notwendig ist nach einer Blockbit-Auswertung. Das hört man natürlich gern, wenn man heute im Blockbit ist. Ich frage aber trotzdem gleich Sie, Frau Magister, es ist einmal ein Unterschied zwischen gewerblich und privat. Das muss man mal wirklich differenzieren. Das heißt, privat ist privat, gewerblich ist gewerblich, fehlen unter einer Steuerkategorie. Wichtig natürlich, wir sprechen heute über Privatkunden, wir sprechen über die sogenannten Zocker. Ich habe heute gekauft und habe mein Geld 100-mal X gemacht und das in 6 Monaten und wie geht es jetzt weiter? Was können wir denn den Kryptoanlegern raten? Gibt es einen Ablauf des Geschäftsjahres oder muss man irgendwelche Fristen einhalten, ohne hier wirklich Gefahr zu laufen, auch als Privatkunde, hier vielleicht gegen die Wand zu laufen? Also grundsätzlich das Steuerjahr für die Erklärung ist immer das Kalenderjahr vom 1.1. bis 31.12. Und dort wird ermittelt. Da kann ich Gewinne als auch Verluste aus diesen Spekulationen, wenn es ist, geltend machen. Das zweite Frist, die man sehen muss, ist, wann werde ich überhaupt steuerpflichtig als Privater? Und das ist immer dann, wenn ich sozusagen einen Kryptocoin weniger als ein Jahr halte, also weniger als 365 Tage. Die muss ich immer abwarten. Dann brauche ich gar nichts tun, wenn ich danach verkaufe. Ansonsten muss ich mich um die Steuer kümmern. Okay, Flo, ich gebe gleich einmal zurück. Dein Programm zeichnet ja auch auf, in den letzten Tagen, glaube ich, gibt es mehr Leute, die Verluste gemacht haben, als wie Gewinne, denn wir haben ja hier einen tiefroten Markt gesehen. Kann man das auch gegenrechnen oder macht das Blockbit eigentlich gleich? Ich mache heute zum Beispiel mal 10 und beim nächsten Coin mache ich minus mal 7. Wenn das so ist, wie wird denn das aufgezeichnet oder macht das Blockbit selber? Ja, du sagst das ganz richtig, Martin. Also ich sehe immer zwei Sachen, wenn es runtergeht. Ja, einerseits natürlich bei der Dip, ja, günstig nachkaufen. Andererseits natürlich die Möglichkeit zur Steueroptimierung. Es ist ja so, dass meine Verluste oder auch Gewinne erst dann gültig werden, wenn ich sie realisiere. Und das wäre natürlich so eine Chance, dann auch Coins, auf denen ich Verluste habe, zu realisieren. Das heißt, sie zu verkaufen, eventuell sogar kurzfristig wieder nachzukaufen, aber zumindest die Verluste Papier echt gemacht zu haben. Denn, wie du schon richtig gesagt hast, kann ich diese in derselben Steuerkategorie gegenrechnen. Also wenn es wirklich jetzt hier um Bitcoin geht oder Ethereum, die ja unter die Spekulationsgeschäfte oder privaten Veräußerungsgeschäfte fallen, kann ich das im Steuerjahr, also wirklich nur in dieser Spanne, gegenrechnen. Muss aber natürlich aufpassen, auch im Kryptomarkt gibt es ja verschiedene Assets, ja, also jetzt, wo wir es auch sehen, zum Beispiel bei Bitpanda, die jetzt die Stocks rausgebracht haben, das würde da nicht reinfallen. Ja. Da fallen wir wieder in eine andere Kategorie. Das könnte ich nicht mit diesen Dingen gegenrechnen oder auch, wenn ich sage, ich handle zum Beispiel mit Margin-Geschäften oder mit einem Hebel oder Optionen. Also da muss man aufpassen, dass natürlich diese Coins, ja, je nachdem, was dahinter steckt hinter dem Asset, nur gegen Coins aus der gleichen Kategorie gegenrechenbar ist. Wir machen das natürlich automatisch in der Software, ja, also das wird automatisch ausgeglichen. Was auch in Kürze kommen wird, ist eine Voransicht, wo man genau sieht, was habe ich denn an Gewinnen oder Verlusten stehend, also noch nicht realisiert, aber gerade laufend auf diese Assets und was würde denn passieren, wenn ich die jetzt verkaufen würde. Also dass wir auch hier ein bisschen in die Simulation gehen, ja, dass du auch schon weißt, wie wirkt sich das steuerlich aus, bevor du überhaupt den Trade machst. Okay, jetzt hast du zwei wichtige Dinge angesprochen, die wo ich nochmal einhaken möchte, ist einmal die Stocks. Also Bitpanda hat das Stocks hinausgebracht, natürlich im deutschsprachigen Raum ist Bitpanda relativ stark. Das heißt, man kann hier nicht gegenrechnen zu Krypto. Wie ist das mit Staking? Sagen wir mal Staken, Krypto und Stocks. Wie verhält sich das zusammen? Darf ich das einmal fragen? Soll ich, oder? Ja, bitte. Ja, okay. Also im Endeffekt sind es wirklich drei verschiedene Sachen. Ja. Staking, Rewards sind Einkünfte aus sonstigen Leistungen. Das heißt, es ist wirklich bei Zufluss steuerpflichtig. Das fällt halt nicht in dieselbe Kategorie, weil bei Bitcoin oder wenn ich da jetzt auch Gewinne mache, dann wären das halt Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften. Mhm. Und die Stocks in Österreich, so wie sie aktuell ausgestaltet sind, werden unverbriefte Derivate. Ja, da unterliege ich dem vollkommenen progressiven Steuersatz, okay. Habe auch keine Jahresfrist drauf. Das heißt, ich muss die auch nach über einem Jahr noch versteuern. Das ist auch von Land zu Land unterschiedlich. In wird Österreich ist es so. Kommen in die Kryptos, wahrscheinlich, habe ich schon gehört. Also, schauen wir mal, man weiß es nicht. Ja. Also bis etwas auf Schwarz auf Weiß ist, gebe ich mal nichts wirklich zu Papier. Ja, stimmt. Frau Magister, wir haben jetzt einmal gesprochen von Privatkunden. Jetzt bin ich heute ganz, ganz neu im Kryptomarkt. Jetzt habe ich Blockbit einmal gerade so gemacht und ich mag einmal einen sechsstelligen Gewinn. Ist es sinnvoll, Sie zu kontaktieren, wenn man auch Blockbit noch nicht im Programm hat, aber
brauchen sie schon eine gewisse Aufzeichnung, um wirklich hier aktiv zu werden, weil nicht, dass wir dann Anfragen bekommen, ich möchte auch zu Frau Magister-Spindel, aber ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ich habe mich selbst noch nicht darum gekümmert. Kann man das so sagen? Bitte, bitte vorher mal die Hausaufgaben machen, dann zu Ihnen kommen, oder wie würden Sie das deklarieren? Ja, genau so sehe ich es. Die Expertin und die, ich bin nicht die Erprobte, die selbst hier handelt und was weiß ich, sich engagiert, dafür fehlt mir die Zeit. Das heißt, ich brauche die Hausarbeit, die Hausübung sozusagen von demjenigen, dass der seine Wallets einmal solche Programme wie Blockbit einfließen lässt, die Auswertungen ausspucken nach österreichischem gültigen Recht. Okay. Und mit dem kann ich dann weiterarbeiten. Das heißt, ich begleite eigentlich das Verfahren beim Finanzamt und prüfe die Inhalte nicht mehr zu 100%, sondern es wird nur etwas hinterfragt, sage ich mal. Okay, also begleitet. Gehen wir davon aus, wenn wir schon beim Finanzamt sind, es gibt ja den einen oder anderen, habe ich schon mal gehört, ist das Finanzamt bereits schon vor der Tür und hat schon zweimal geklopft. Wie soll ich mich denn da verhalten? Auf alle Fälle kooperativ sein, okay, und verhandeln. Das heißt, das Finanzamt klopft an, indem ich zum Beispiel Steuererklärungen zugeschickt bekomme. Das heißt, bitte abgeben, und zwar innerhalb einer Frist. Das heißt, auf Papier bin ich bis April des Folgejahres verpflichtet oder über Finanz Online, über die Plattform, bis Juni des nächsten Jahres. Wenn man jetzt einen Steuerberater an der Hand hat, gibt es verlängerte Fristen bis zu mehr als einem Jahr. Aber das will ich jetzt einfach mal außen vor lassen. Das heißt, wenn ich mir nicht sicher bin, sage ich immer, wir Steuerberater bieten auch Erstberatungen an, die kosten den Kunden nichts. Ja? Und da kann man gleich mal abchecken, was ist jetzt dran, was für Schritte sind einzuleiten. Und erst, wenn man sozusagen aktiv gegenüber der Behörde handelt, dann muss der Steuerberater mit seiner Vollmacht sozusagen den Auftrag übernehmen und dann wird es auch kostenpflichtig. Also man sollte sich nicht zu sehr scheuen, wenn man jetzt einmal solche Auswertungen hat, wirklich einmal einen Steuerberater wie mich zu kontaktieren. Okay, also wie Sie, ich habe Sie schon kontaktiert, Gott sei Dank, und ich habe ja ganz, ganz positive Erfahrungen gemacht. Es ist nicht einfach, dass man heute wirklich jemanden findet, der in dem Bereich spezialisiert ist, und zwei, drei gute Bekannte von mir arbeiten schon aktiv mit Ihnen, und wie Sie gesagt haben, Sie kennen den Flo Blockbit, Sie sind von dem begeistert, war das natürlich auch für mich ein gefundenes Fressen, deshalb auch danke, dass Sie heute in der Sendung da sind. Ja, wir haben natürlich auch Aktionen vorbereitet in unserem Memberbereich, 25% Rabatt gibt es noch immer bei Blockbit bei uns. Also unten in den Memberbereich reinklicken, zu uns kommen, dann lernt ihr vielleicht auch Flo persönlich kennen, wenn es ab 100.000 geht, in Steuerschuld. Nicht ganz so. Oh, Frau Magister, soll man einen Link von Ihnen auch posten? Dürfen wir den auch runterstellen, dass man Sie einfach kontaktiert, oder soll man irgendeinen Codewort hineingeben oder Betreff? Nehmen wir einfach Betreff Blockchain Brothers und dann kriegen Sie eine Mail und dann wissen Sie, vielleicht kommt es vom Video. Kann man das so machen? Ja, das okay. Geht in Ordnung. Ja, abschließend habe ich noch zwei Fragen. Was ratet ihr den Leuten, wenn es bergauf, bergab geht mit den Fristen? Sollte man das wirklich außen weglassen? Sollte man sagen, ah, ist eh nicht so tragisch, ich bin einer von 1000. Soll ich mir da wirklich Gedanken machen über die Steuer? Ich bin ja nur ganz ein kleiner. Oder soll ich hier wirklich gleich vor der eigenen Haustür kehren und alles sauber halten? Flo, das Wort an dich. Was empfiehlst du für unsere Anleger? Ja, ganz klar, alles sauber klären. Ich habe es, glaube ich, im letzten Video schon mal gesagt, es wird eine neue Richtlinie kommen auf EU-Ebene, die DRC8-Richtlinie. Mal schauen, ob die auch vielleicht dieses Jahr schon in einem Entwurf veröffentlicht wird. Die wird die Börsen dazu zwingen, alle Daten auf Transaktionsbasis an die Behörden auszuhändigen, und dann macht es nichts mehr aus, ob man einer von 1000 ist, weil dann können die ganz, ganz einfach abklären, wer hat den Gewinn realisiert auf einer Börse und wer hat in der Einkommensteuererklärung solche Gewinne angegeben. Ja, das geht dann wahrscheinlich an einem Tag, wird das über einen Algorithmus abgeglichen, und dann wird wahrscheinlich einmal ein Brief ins Haus flattern, und wenn man dann natürlich schon vorgesorgt hat, super Sache, weil dann kommt man auf die weiße Liste und nicht auf die schwarze Liste. Also so wie du richtig gesagt hast, diese API-Anbindung, die jeder User bei Blockbit hat, gibt es natürlich 1:1 zum Finanzamt auch. Und das muss eigentlich klar sein. Jeder, was Bitpanda-Kunde ist, der diese API-Anbindung nutzt oder hat, genau dasselbe gibt es in die andere Richtung, Richtung Finanzamt. Wenn man sich das bewusst ist, muss man einfach hier
wirklich sorgfältig handeln und man schläft auch besser, wenn man weiß, okay, man kriegt 300 Euro von der Steuer zurück. Oder Frau Magister, wie sehen Sie das? Große Problematik ist eigentlich das Finanzstrafrecht. Wenn ich eine Arbeitnehmerveranlagung einfach abgebe mit meinen Einkünften aus dem Dienstverhältnis und alles andere einmal verschweige, dann bin ich, sobald das entdeckt wird, wirklich schon in einer Steuerhinterziehung drinnen in dem Thema. Das heißt, es wird nach Finanzstrafrecht geprüft und da sollte man sich nicht spielen, weil die Verjährung beträgt da 10 Jahre und es gibt auch Strafen darauf. Das heißt, so zu tun, als wäre nichts, kann ich auf keinen Fall empfehlen, sondern hier sozusagen proaktiv vorzusorgen, auch für den besseren Schlaf im Endeffekt dann, weil ich ja alles sauber abbilde. Der Nervenkitzel ist nämlich nicht zu unterschätzen bei den Leuten, die ich bis jetzt erlebt habe, die einfach sagen, es geht jetzt schon ein paar Jahre so und ich will das jetzt endlich gescheit bereinigen, weil irgendwas passt nicht. Also ich kann wirklich nur dazu raten, schaut, dass das ins Klare bringt, ins Reine bringt, dass man kooperativ hier Steuererklärungen macht, auch wenn die Finanz nach wie vor Lernende sind in diesem Bereich. Bin ich voll überzeugt, also bitte, bitte den Rat annehmen, genau dasselbe ist es, AB-Anbindung zu mir geht genauso eins zum Finanzamt und die können 7 Jahre oder sogar bis zu 10 Jahre zurückdrücken und dann sagen sie, du hast da Schlimmes getan, jetzt schläfst du mal ein paar Nächte woanders und das soll es natürlich nicht sein oder auch das Geld sollte nicht so locker sitzen und da würde ich wirklich sagen, danke, 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 dass ihr mit dabei wart, danke lieber Flo, danke Frau Magister für diese Zeit. Ich würde sagen, ihr bleibt unbedingt dran bei den Blockchain Brothers. Einmal geht es in Richtung Memberbereich, 25% Rabatt gibt es für eine Blockbit-Kooperation. Die haben wir zur Verfügung gestellt von Blockbit. Einfach einmal einloggen. Und die Frau Magister Spindler, da stellen wir einen Link drunter. Einfach ein Mail an Sie. Bitte nur dann, wenn ihr die Aufzeichnungen schon vorgefertigt habt. Sie ist sicher auf alle Fälle die richtige. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, danke für den netten Vormittag. Hoffentlich haben wir bald wieder steigende Kurse. Oder der Flo hat so viel Gewinne, sagt, ich brauche ein paar Verluste, dann ist es auch nicht schlecht, dann können wir es gegenrechnen. Ja, ich würde sagen, danke, auf Wiedersehen und goodbye. Danke.